Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat das vom Erdbeben am schwersten getroffene Gebiet im Bundesstaat Oaxaca besucht. Die Rettungskräfte suchten dort den ganzen Tag in den Trümmern nach Verschütteten. Allein 36 der inzwischen mehr als 60 Todesopfer hat die Stadt Yucatán zu beklagen. Den Überlebenden sprach der Präsident sein Mitgefühl aus. Das Wichtigste sei die Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln. Außerdem müssten die Betroffenen medizinisch versorgt werden, sagte er bei seinem Besuch in Yucatán. Das Zentrum des Bebens lag im Pazifik, rund 140 Kilometer südwestlich von Tonalá im Bundesstaat Chiapas. Die Erdstöße vom Freitag waren mit einer Stärke von 8,2 in Mexiko die stärksten seit 85 Jahren. Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Rund 50 Millionen Menschen spürten die Erschütterungen. Zeitweise waren rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom. Rund 1.800 Soldaten wurden in die Katastrophenregion entsandt. Die Regierung ordnete außerdem eine dreitägige Staatstrauer an.